Eigentlichst wollte ich heute ja überhaupt kein Video machen, aber dann habe ich mich kurzfristigst entschieden, aus gegebenem Anlass doch eins zu machen. Denn was ist heute am 5. August 2024 passiert? Die Börsen sind weltweit nach unten gerauscht. Und ich konnte ja schon das voraussagen, habe ich ja nicht gemacht, aber hätte ich machen können, denn du hattest ja drei Möglichkeiten. Entweder erst, was das Beste gewesen wäre, du hast letzten Freitag, also vor 3 Tagen, alle deine Aktien verkauft, wäre das Beste. Oder aber, du hast überhaupt keine Aktien, nie und nimmer gehabt. Dann sagen ja die ganzen Schnösel, das ist aber ein Fehler. Oder aber, du hast Aktien gehabt, hast sie aber nicht verkauft. Ja, und dann hast du einen dicken Verlust, buchmäßig. Aber was ist denn eigentlich passiert? Die Menschen freuen sich doch immer alle, wenn alles immer billiger wird. Billig, 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 billig. Wollen sie doch kaufen. Ja, ist doch toll. Aber ich sehe das jetzt mal aus einer ganz anderen Sicht. Nehmen wir den Fall Nvidia. Nvidia. Guck doch mal nach, wie viele Mitarbeiter hat denn Nvidia? Und jetzt guck doch mal nach, was war Nvidia auf seinem Peak, also am höchsten Kursstand vor, was weiß ich, 2 Monaten oder wann das war. Was waren die da wert? Schaut das mal nach. Und jetzt dividiert mal beide Zahlen durcheinander. Ja, sagt man durcheinander, ne? Beides durcheinander dividieren. Also jeder einzelne Mitarbeiter, was wäre der Wert gewesen? Überlegt das mal mit eurem Verstand. Und wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe, das könnte natürlich sein, dann käme man auf folgende Situation. Die Firma Nvidia hat ungefähr so viel Mitarbeiter, wie in das kleine, popelige Bremer Weserstadion reinpassen. Ja, sogar noch weniger Mitarbeiter. Und ich bin dort mal gewesen vor ungefähr einem Jahr im Bremer Weserstadion. Da haben die Frauen von Werder Bremen gespielt. Und da waren da so viele Zuschauer, wie Nvidia hat. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, auf dem Platz da unten wären nicht die Frauen von Werder Bremen gelaufen, sondern Cristiano Ronaldo. Und dieser Cristiano Ronaldo, der ist ja ungefähr 100 Millionen Euro wert, sagt man angeblich. So, und jetzt stellt euch mal vor, jeder einzelne popelige Zuschauer, der damals im Stadion war, wäre genauso viel wert wie Cristiano Ronaldo. Dieser geniale Fußballspieler. Ich meine, ich verstehe nicht viel vom Fußball, aber sagen wir mal, Cristiano Ronaldo ist genial, ist auch 100 Millionen wert. Und jetzt wäre jeder einzelne popelige Zuschauer genauso viel wert wie Cristiano Ronaldo. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das realistisch? Das soll mal jeder von euch selber ausrechnen. Und dann könnt ihr euch mal überlegen, warum die Börse so abgeschmiert ist. Fragezeichen, Ausrufungszeichen, Doppelpunkt.